Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da mache ich wieder ein Fragen-Antwort-Video. Ich beantworte Zuschauerfragen. Die Fragen und die Antworten jetzt, nach dem Intro. Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995 angefangen, mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Im heutigen Video, da geht es um ein Frage-Antwort-Video zum Thema Elefanten, und ich habe die Fragen diesmal hier auf meinem Handy. So, mal gucken. So, fange ich an mit der ersten Frage. Die erste Frage betrifft den Tod von Arteida. Da wurde nach genaueren Informationen gefragt. In der Pressemitteilung des Zoos Sofia in Bulgarien stand ja kein Todesdatum, sondern die Pressemitteilung kam am 28. Dezember 2021 heraus. Also, da ich Kontakt zu den Tierpflegern im Zoo Sofia habe, kann ich sagen, Arteida starb am 25. Dezember 2021. Sie wurde morgens früh liegend auf dem Sandberg im Stall gefunden und alle Versuche, sie aufzurichten, schlugen fehl, und sie ist um 12 Uhr mittags verstorben. Dann gab es eine Frage, Thema Geburt vor dem 20. Lebensjahr. Das sollte nochmal genauer erklärt werden, das war jemandem nicht klar, warum ich gesagt habe, bis 20. Lebensjahr muss gezüchtet werden. Also, das heißt nicht, dass Elefanten nicht auch in einem höheren Alter von mehr als 20 Jahren Elefantengeburten bekommen können. Wir sprechen von den Weibchen. Aber die Erstgeburt, also das erste Jungtier, muss möglichst vor dem Erreichen des 20. Lebensjahres liegen, stattfinden. Dann bleibt das Zuchtfenster geöffnet und die Kuh kann auch weitere Jungtiere noch bekommen. Wenn bis zum 20. Lebensjahr keine Erstgeburt stattfand, dann sinkt die Chance überhaupt auf eine Geburt dramatisch. Und ich kann das mal für afrikanische Elefanten ausführen. Im Mittel sind afrikanische Elefanten Erstgeburten, sind die Mütter zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt, das heißt trächtig geworden mit 13 Jahren. Und das jüngste Tier war 7 Jahre alt bei der Erstgeburt, das älteste Tier war 25 Jahre alt. Aber 98% aller Erstgeburten waren vor dem 20. Lebensjahr. Trächtigkeiten, wie gesagt, nochmal 21 Monate vorher, also die Paarung 21 Monate vorher. Und wenn bis zum 20. Lebensjahr keine Paarung stattfand, dann ist die Chance auf ein Elefantenkalb halt unter 2%, denn 25 war das Höchstalter einer Erstgeburt bei afrikanischen Elefanten. Bei asiatischen Elefanten, das Durchschnittsalter liegt bei 14 Jahren, das jüngste Tier war 5 Jahre alt, das älteste Tier war 27 Jahre alt. 5 Jahre, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es nicht doch die Trächtigkeit ist. Nun gut, es gab ein sehr junges Tier im Zoo Paris, das wirklich mit 5-6 Jahren sein erstes Kalb zur Welt brachte. Da erinnere ich mich dran. Also das Höchstalter einer erfolgreichen Elefanten-Erstgeburt lag bei 27
Jahren. Aber es gibt eine Ausnahme. Aktuell in Kambodscha ist zu Weihnachten 2021 ein junges Elefantenbaby geboren, ein Elefantenkalb geboren, das Noël genannt wurde, das französische Wort für Weihnachten. Und die Mutter Ikeo soll schon 38 Jahre alt sein. Das ist in einem Kambodscha, in einem Elefantencamp zur Welt gekommen. Und die Mutter ist von dem Jungtier noch nicht so begeistert. Das lässt das Jungtier zwar trinken, aber es ist nicht so einfach. Deshalb kann es sein, dass die Milchproduktion sich vielleicht irgendwann zurückstellt. Und es wird auch jetzt schon mit der Flasche etwas Milch beigefüttert. Ich hoffe, dass es sich positiv entwickelt. Aber es steht auch zu befürchten, dass irgendwann die Milch versiegt, wenn bei der Mutter nicht genug Hormone ausgeschüttet werden. Oxytocin nennt sich das. Und deswegen muss man hier auch vorbereitet sein, irgendwann vielleicht das Jungtier komplett mit der Flasche aufzuziehen im Worst-Case-Szenario. Deshalb bittet dieses Elefantencamp übrigens gerade um Spenden, denn diese Ersatzmilch ist sehr, sehr teuer, dieser Milchaustauscher. Und dort ist gerade nicht viel Geld zu verdienen in diesem Arbeitscamp in Kambodscha. Erstgeburt mit 38 Jahren, eine absolute Ausnahme. So, nächste Frage. Wieso kam der Bulle Fahim nach Kopenhagen anstatt zu Alexander nach Lodz? Das ist ein Jungbulle aus dem Zoo Rotterdam und der kam jetzt erstmal nach Kopenhagen, obwohl eigentlich eine Abgabe nach Lodz in Polen geplant war zum Bullen Alexander. Ja, warum ist es so? Alexander lebt ja schon in Lodz, aber trotzdem, die Tierpfleger in Rotterdam sagten offensichtlich, dass die Anlage nicht ausbruchsicher genug sein soll in Lodz, obwohl ein adulter Bulle dort lebt. Aber Alexander, wer ihn kennt, der ist ein Gentleman. Und dieser Fahim, dieser Jungbulle, das ist ein ziemlicher Rowdy und der ist sehr ausbruchsfreudig, sehr kletterfreudig, sehr zerstörungsfreudig. Und da hat man gesagt, da muss noch ein bisschen nachgerüstet werden. Deshalb wird Fahim jetzt erstmal nach Kopenhagen abgegeben und soll dann später nach Lodz, wenn Lodz einige Verbesserungen noch vorgenommen hat, um den friedlichen Gentleman Alexander zu halten, reichen die Sicherheitsvorkehrungen in Lodz allerdings gegenwärtig aus, wie man sieht. Dann gab es eine E-Mail. Könntest du mal ein Video machen, ob die Zucht von afrikanischen Elefanten in europäischen Zoos zukunftsfähig ist? Bei den asiatischen Elefanten ist die Zucht in Zoos erfolgreicher, aber beim afrikanischen Elefanten in europäischen Zoos ist der Fortbestand ohne neue Wildimporte für die Zoos vermutlich bedroht. Ja, dazu kann ich sagen, es gibt bereits einen Artikel, der sich mit dem Thema befasst hat, und zwar im Elefantenmagazin der European Elephant Group, im Elefantenmagazin Nummer 37 2021. Deswegen, ich will nicht, dass das alles einfach nur abgelesen aus dem Artikel klingt. Das ist jetzt hier auch Nummer 35 und nicht Nummer 37, was ich hier in der Hand halte. Aber in der 37er Ausgabe, dem letzten Exemplar 37 2001, da wurde sich damit beschäftigt. Nun, was kann man sagen? Der Bestand asiatischer Elefanten in Zoos beträgt derzeit etwa 345 Elefanten, 100 Bullen, 245 Weibchen verteilt auf 100 Einrichtungen. Und davon wurden 190 bereits in Zoos geboren, also 55%. Bei afrikanischen Elefanten haben wir ohnehin nur einen Bestand von 200 Elefanten in den europäischen Zoos und es sind etwa 50 Bullen und 150 Weibchen verteilt auf gut
50 Zoos und 85 dieser Elefanten, also etwa 40%, wurden bereits in Zoos geboren. Allerdings, wenn man sich die Altersstruktur ansieht, dann sieht man sowohl bei den Asiaten als auch bei den Afrikanern, dass wir noch einen großen Altbestand haben, nämlich der Importtiere. Der Importstopp für asiatische Elefanten war ja 1976, der für afrikanische Elefanten war ja 1989. Und viele dieser Tiere sind nicht in die Zucht gekommen, sondern standen in Zoos, die nur auf Kuhhaltung damals gesetzt haben und dies nicht in den ersten 25 Jahren schafften, eine Erstgeburt zu erreichen, weil sie auch meistens gar keine Bullen gehalten haben. Und dieser Bestand, der wird definitiv in den nächsten 10 Jahren wegbrechen. Das sind Zoos wie Krefeld, wie Karlsruhe, wie Cottbus. Zoos, die eben nur ältere Kühe gehalten haben. Stuttgart ist da zu nennen. Und diese Elefantenbestände, die werden eben in den nächsten Jahren wegbrechen. Und dafür wird es aus den Nachzuchttieren keinen adäquaten Ersatz geben. Das heißt, diese Zoos müssen dann entweder ihre Elefantenhaltung aufgeben oder sie müssen auf Jungbullengruppen umstellen. Weibchen wird es nicht geben. Und in Zukunft werden keine alten Weibchen mehr anfallen. Die nächsten 10 Jahre geht es eventuell noch, danach nicht mehr. Denn die Matriarchen, die Zuchtkühe, die älter werden, die vielleicht aus dem zuchtfähigen Alter herauskommen, über 40, 45 Jahre alt, die werden die Zuchtzoos ja nicht abgeben. Denn das sind die Matriarchen, das sind ganz, ganz wichtige Tiere für die Sozialstruktur der Zuchtzoos. Das heißt, die Zuchtzoos werden nicht sagen, so, die ist jetzt aus der Zucht raus, die geben wir an eine Altersresidenz. So, das heißt, diese Altersresidenzen, das wird die nächsten 10 Jahre funktionieren, aber danach werden diese Tiere nicht mehr anfallen. Danach wird es gestaffelte Altersstrukturen in den Zuchtzoos geben und keine homogenen Altersstrukturen, so wie zu den Importzeiten. Und dann werden die alten Tiere nicht mehr abgegeben. Und das ist eine Sache, da werden einige Zoos sich entweder auf Bullenhaltung umstellen müssen oder die Elefantenhaltung aufgeben müssen. Um diese Zoos nachzufüllen mit neuen Zuchttieren, dafür wird der Bestand nicht ausreichen. Der wird nur ausreichen, um die Zoos, die aktuell züchten, auch weiterhin im Bestand zu halten. Und jetzt nochmal ein weiteres Wort dazu, was in diesem Artikel auch ganz klar wurde, ist vor allen Dingen die Nachhaltigkeit der Zucht. Selbst ein Bulle wie Siam im Zoo Paris, der in den 1970er, 80er Jahren enorm viel Nachwuchs hatte, er hatte 14 Jungtiere, wenn ich mich nicht täusche, von diesen 14 Jungtieren leben heute nur noch 2 und er hat bisher auch erst einen einzigen Enkel. Also diese großen Zuchterfolge, Siam, ein toller Zuchtbulle, der mit 3, 4 Zuchtkühen in Paris gezüchtet hat, da ist auf lange Sicht gesehen nicht viel draus geworden. Man hat hier große Chancen verschenkt. Wie gesagt, nur 2 der Jungtiere sind heute noch am Leben und nur einen Enkel gibt es. Also die Gene von Siam, man müsste denken, in der ganzen Welt verstreut, in Wirklichkeit nichts da. Wir müssen zittern, dass sich seine Gene noch in Zukunft im Elefantenbestand befinden. Also die Nachhaltigkeit, gerade in der 2. Generation, das funktioniert auch noch nicht so toll, wie man es sich wünschen würde. Da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Trotzdem haben die Zoos jetzt noch die Möglichkeit, sowohl bei asiatischen als auch bei afrikanischen Elefanten aus eigener Kraft und ohne Wildimporte die Zucht voranzutreiben, wenn sie alle zusammenarbeiten und kooperieren und nicht irgendwo Zuchttiere sind, die nur beim Vater stehen und irgendwo anders ein Bulle steht, aber es gibt keine zuchtfähigen Kühe und so weiter, sondern man muss das Potenzial ausnutzen und natürlich,
Man muss bedenken, okay, Herdenmanagement, Mutter und Tochter sollten nicht getrennt werden, sondern man sollte die Bullen austauschen, also den Vater abgeben und den anderen Bullen aufnehmen. Keine Abgabe der weiblichen Jungtiere, keine Trennung von Mutter und Tochter, außer wenn die Gruppe so weit expandiert, dass selbst die Mutter schon eigenen weiblichen Nachwuchs hat und dann mit seinem eigenen weiblichen Nachwuchs separiert werden kann, um eine weitere Familie aufzubauen. Wenn die Gruppen so groß werden, dass die Zuchtzoos gar keinen Platz mehr haben, dann ist es was anderes, aber das Herdenmanagement ist bitte unbedingt einzuhalten. So, jetzt muss ich mein Handy wieder rausholen. Augenblick, es gab noch zwei Fragen oder eine. Ah, hier. Wie kann man etwas für den Schutz von afrikanischen Elefanten im Freiland tun? Das war auch eine Frage. So, da empfehle ich zum Beispiel Rettet die Elefanten Afrikas e.V. Das soll jetzt keine Werbung sein, ich kriege dafür nichts. Ich bin selber nicht mal Mitglied in dem Verein. Mitglied zu werden ist auch nicht ganz so leicht, aber man kann Pate werden. Pate zum Beispiel eines Elefanten beim Sheldrick Wildlife Trust, und man kann auch einfach spenden und man bekommt einmal im Jahr so eine interessante Zeitschrift hier. Und Rettet die Elefanten Afrikas e.V., das ist eigentlich nur so eine Art Förderverein. Die machen selber keinen direkten Elefantenschutz, aber sie unterstützen eine ganze Palette an anderen Organisationen. Hier sind die mal aufgelistet. Sie unterstützen die Malawi Wildlife Action Group, den Sheldrick Wildlife Trust, den Amboseli Trust for Elephants, Peace for Conservation, Zimbabwe Elephant Nursery, Save the Elephants, Elephant Voice, Elephant Neighbor Center, Matsuzadona Anti-Poaching Project, das ist glaube ich in Zambezi, Zambezi Elephant Fund, the Zambezi Society und Bushlife Support Unit. Also diese wirklich guten und effektiven Organisationen und indirekt auch der Kenya Wildlife Service, die werden durch Rette die Elefanten Afrikas e.V. unterstützt. Und da ist, glaube ich, viel für den Schutz von afrikanischen Elefanten im Freiland getan. Ja, und dann gab es noch eine Frage, die weiß ich jetzt noch auswendig, das brauche ich gar nicht ablesen. Da wurde einfach nur gefragt, ob ich derjenige bin, der auch schon mal Artikel in dem Tiergartenmagazin schreibt. Ja, das bin ich. Da habe ich mal Zoos vorgestellt, in denen ich mit Elefanten gearbeitet habe. Da habe ich auch einen Artikel einmal ausführlich geschrieben, wie das Elefantentraining, das Target-Training funktioniert. Aber, und deshalb spreche ich das an, aktuell in der Ausgabe 1 2022, da gibt es auch wieder zwei Artikel geschrieben über Zoos, in denen ich mal gearbeitet habe mit Elefanten oder immer noch arbeite im weitesten Sinne. Einmal über den Zoo Taschkent in Usbekistan. Ja, da habe ich gearbeitet, beziehungsweise arbeite ich auch immer noch mit Elefanten. Und über den Außenzoo vom Zoo Tiflis. Dieser Zoo ist noch nicht eröffnet und er hat auch noch keine Elefanten. Und dort im Außenzoo vom Zoo Tiflis arbeite ich auch nicht mit Elefanten, weil es dort schlichtweg keine gibt, sondern ich arbeite im innerstädtischen Zoo von Tiflis mit Elefanten. Aber hier habe ich jetzt einmal den Außenzoo vorgestellt, obwohl dieser noch nicht eröffnet ist. Aber ich habe ihn natürlich trotzdem besucht und den Zoo Tiflis hatte ich in einer vorherigen Ausgabe mal vorgestellt. Warum erwähne ich das hier? Nun, das soll jetzt auch keine bezahlte Werbung sein. Ich bekomme dafür nichts, dass ich das hier jetzt sage. Aber ich habe zwei Belegexemplare dieser Zeitschrift bekommen und die beiden Belegexemplare, die würde ich gerne verlosen. Also wer die Zeitschrift noch nicht hat, für Zoo-Interessierte ist es
auch ohne meine Artikel sehr interessant. Dann würde ich einfach vorschlagen, man schreibt mal in die Kommentare, dass man sich für das Tiergarten-Magazin interessiert. Und unter allen Kommentaren, wo ich erkenne, da interessiert sich jemand für das Magazin, da würde ich dann insgesamt zwei Exemplare verlosen. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ja, das war eigentlich schon mein Video für heute. Ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe trotzdem, dass es interessant war. Wer noch weitere Fragen hat, gerne in die Kommentare schreiben. Dann versuche ich in einem der zukünftigen Videos diese Fragen zu beantworten. Ansonsten, wenn das Video gefallen hat, gerne ein Like dalassen. Wer den Kanal abonnieren möchte, das kostet auch nichts, kann das sehr gerne tun. Einfach auf Abo drücken und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit man auch keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Meistens immer samstags poste ich hier ein neues Video. Ja, ansonsten hoffe ich, dass das Video gefallen hat. Wünsche noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!